Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Edda und mir, der Zockerbraut. Jawohl, nein, Fallout 4 natürlich. Und ja, wir haben im letzten Part die hübsche Edda hier nochmal hübscher gemacht. Boah, jetzt merke ich erst, wie die eigentlich vollgepackt ist mit verschiedenen Taschen und so, ne? Und hey, was kann ich für dich tun? Du hilfst mir bitte gleich mal tragen. Jo, du hilfst mir bitte gleich mal tragen, wir werden gleich deine neue Lagerkapazität, sag ich mal, Tragekapazität, wie auch immer, austesten, indem du mal einfach das ganze Graffel hier kriegst. Da wäre halt auch schön, noch so eine Taste zu haben, wo wir mit einem Klick quasi den gesamten Schrott auf unseren Partner quasi übertragen können. Es ist zwar schön, dass man da wirklich gleich mit einem Klick quasi alles nehmen kann vom Partner, aber ich würde ihm auch gern den gesamten Schrott geben können. Jo. Ich weiß. Das ist viel verlangt, aber ja. Es wäre halt supi. Gut. Was gehen wir jetzt an? Als erstes brauche ich mal so ein Medikamentelein gegen die radioaktive Strahlung. Und dann können wir auch mal die Kopfjagd probieren. Ob man da... Ob wir da was dann schaffen tun. Ich aber für mein Teil brauche mal... Wo ist denn das Zeug? Hier. Red away. So. Das tut gut. Ja, das tut gut. Und dann nehmen wir gleich... Puh, ein Bett zum Schlafen wäre eigentlich nicht schlecht. Ich werde diesbezüglich... Weißt du was? Wir haben die Roboter-Werkbank hier. Und nicht in Sanctuary Hills. Das wäre die Frage, ob ich die jetzt mitnehme, da hier. Und sie drüben aufbaue. Oder ich lasse die wirklich hier, weil sie echt geil herpasst. Und ich schmeiße einfach mal ein bisschen Schrott da rein. Das werden wir gleich machen. Edda, halt, bleib da. Handeln ich bitte. Hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Ja, ich nehme doch nochmal alles mit. Das war jetzt echt dumm von mir, Entschuldigung. Erinnern Sie das an bessere Tage, Ma'am? Nicht wirklich, weil es ist schwer. Und da schmeiße ich jetzt einfach mal den gesamten Schrott rein. Gesamten Schrott lagern. Auch die Teile hier, die Mods. Passt. Jetzt ist mir auch schon wieder leichter. Passt. Das gefällt mir. Ha, juhu, wie ein Wiesel können wir jetzt springen. Genau, dann haben wir noch hier, einen Skillpunkt zu verteilen, ne? Da wir ja leider Gottes hier noch nichts machen können, da uns noch immer ein Level fehlt, können wir unsere Fähigkeiten anderswertig einsetzen. Schauen wir mal. Du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen bei Händlern erzielst du bessere Preise. Das wäre halt auch nicht schlecht. Hier geht's eh noch nicht. Da geht auch noch nichts. Durchleiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VATS angezeigt. Puh. Beweglichkeit. Schicken wir bestimmt, wie viele Aktionspunkte halt du hast und wie gut du schleichen kannst. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Revolverheld. Weißt nicht, also man fuß um 20% mehr Schaden. Ups. Aha, die Pistolen machen da mehr Damage. Okay. Die automatischen Waffen machen mehr Schaden. Okay. Werde zum Schatten. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. Das wäre halt auch nicht schlecht. Aber brauchen wir bei Beweglichkeit ein bisschen mehr. Sandmann. Höchstpersönlich und kann schlafende Personen auf der Stelle töten. Boah. Richten 15% mehr Schaden an. Das ist auch nicht nett. Was hätte man noch? Du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich 25% schneller. Kein Treffer, kein Schaden. Du hältst plus 25 Schadensresistenz und plus 25 Energieresistenz, während du sprintest. Ninja, okay. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernschleichangriffen und den dreifach normalen Schaden
und mit deinen Nahkampf-Schleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Boah, Shiviki. Verliere im Kampf keine Zeit. Du kannst alle Waffen schneller nachladen. Das wäre auch nicht schlecht. Finde die Lücke und schlage zu. Die Nahkampfreichweite im VADS ist deutlich höher. Du hast gelernt, uralte Kampfkünste mit Waffeneinsätzen zu kombinieren. Du fügst den zweiten und den darauffolgenden VATS zielen 25% Schaden zu. Ahaha, okay, haha. Puh. Schadensresistenz eines Ziels im VATS ansehen. Aufmerksamkeit. Schlösser knacken? Geht auch noch nicht. Ah, jo. Okay, wat nun? Ich würde sagen, Handel wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Plus 10 Schadensresistenz. Haha, das wäre für mich echt nicht schlecht. Taschendiebstahl ist nicht muss, aber... Einstecken, da ausdauern so, ne? Das wäre halt echt eine feine Geschichte. Ich nehme das jetzt einfach mal. Weniger Schaden kassieren. Ich nehme das jetzt mal. Annehmen. Für mich ist das echt super. Wirklich wahr. So, jetzt sind wir Superman. Was haben wir jetzt da unten? Aha, das ist die neue Quest. Das neue Questziel. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt da alles reingeschmissen. Wir haben Platz. Das ist gut. Dann würde ich meinen, wir gehen einfach mal hier hin und laufen darüber. Also porten tun wir uns jetzt. Okidoki. Jawohl. Boah, schön, wir haben schon Level 17. Ich finde, wir schlagen uns doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ja. Hihaha. Die Edda gefällt mir. Ich meine zu glauben und zu wissen, nein, es ist einfach so. Man kann Kotzwerf nämlich auch umdesignen. Den Kerl. Boah, Alter. Alter. Oh, was zum Teufel? Spritzt dir was, echt. So. Alter. Nochmal spritzen. Ja, bist du narrisch? Das kannst du nicht machen, du Zipfelklatschen, warte. Triff ich da mal was? Kackroboter, echt. Aua! Wo bist denn du, Zipfelklatscher? Da ist er. Ich glaube, sie seht ihn nicht, du Kerl. Ich werde mal ein bisschen Aua! Au! Da drüben ist noch so ein Trottel. Weg mit dir. Noch jemand? Au, ist der voll von... Ah, du! Lol, vor meiner Nase, ne? Da. Weg mit dir, du blöde Kuh. So. Schießt mir da voll um. Blödes Weib. Puh, Edda, geht's dir gut? Ich hoffe doch. Zuerst nehmen wir das alles mit. Alles gut mit dir? Ich glaube, schaut nicht so schlecht aus. Alter Schalter, ne? Was liegt denn da rum? Achso, das sind wieder so komische Teile, ne? Puh, irgendwie haben wir da auch, glaube ich, irgendwo einen umgeballert. Wo ist er denn, der Kerl? Da ist er. Taschen. Mit Taschen lackiert. Roboter. Rechts. Aha, links. Aha, das kann man selber anziehen. Na, fisch. Wenn wir dann gleich schauen, ob es was Gescheites für uns ist. Da oben liegen die Schrotthaufen umeinander. Sicherung. Da, Taschen, lackiert. Aha, ja. Was haben wir da? Brustteil. Mhm. Und dann sind wir schon fertig, ne? Wartet mal. Ich schau gleich mal. Inventar, Kleidung. Kleidung. Lederkombi haben wir ja an. Schutzbrille, ich weiß nicht. Sünfrüstung.
Oi, reduziert den durch Meierlurks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Ihr wisst, glaube ich, schon, wofür wir das brauchen werden. Aha. Jo, Gewicht ist halt... Aha, jo. Warum eigentlich nicht? Würde ich sagen... Komm schon, ob es gut... Ah, das geht sicher. Das bietet gleich mehr Schutz. Das nehmen wir auch mit. Dann haben wir die beiden Sachen da mal zum Wegtun. Da, schau her. Echt wahr. Diese Sünfrüstung gefällt mir schon mal. Die muss ich mir merken. Die müssen wir aufbewahren. Verlangsam kann vorübergehend die Zeit. Mhm. Ja, ist gut. Boah, der ist komisch gestorben, ne? Schaut aus, wie wenn er ein ich weiß nicht, bei einem Pranger oder so festgehalten werden täte, tut. Etta, wir haben es geschafft. So, wo müssen wir jetzt hin? Einmal als erstes würde ich sagen, speichern. Ich würde sagen, da. Dann müssen wir schauen. Wo müssen wir hin? Hoppala. Ja, darüber. Gut. Dann gehen wir mal los. Ich würde auch sagen, nachladen. Ui, da haben wir auch schon bald keine Munition mehr. Auweia. La 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 tam di ra hurra tam di da 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 ra ra. Huch, nicht lecken. Dam 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 da. Dam dam. Ui, 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 ui. Hallo. Ich schau's noch zu, ne? Ich denke mir, oh, ich kann es aufheben. Ich will es aufheben und dann nichts mehr mit aufheben. Schön. Sind beide kaputt? Ich glaube ja. Scheiße. Ich wollte die aufheben. Mist. Was haben wir da? Haarklammer, Psycho, sauberes blaues Kleid. Echt ein Kleid? Ein Kleid. Geht da auch noch was? Ja. Leere Rundvase mit Blumenmuster. Aha. Ich freue mich. Ein Kleid. Ein hübsches blaues Kleid. So. Banner. Aber ich bin schon stolz und froh, ich bin nicht gestorben. Darauf? Darauf. Hui. Dab, darab, darab, dab, dab. Vielleicht in den Schleichmodus mal gehen. Aha, da oben wahrscheinlich. Das da. Das da. Schade, hier wachsen keine Blümchen. Ist das noch richtig? Ich hoffe mal. Aha, da auch auf. Okay. Dam 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 dam. Ich sehe gerade, eine Gemüsesuppe würde mir auch gut tun. Einen Moment. Ah, das Beste am Tag. Omas Gemüsesuppe. Köstlich. Dam dam da dam. Dam dam da dam. Oh, ruck. Ah, natürlich ist da wieder so ein Kackzaun. Wie will da durch? Da drüben ist was. Ich fürchte einen Roboter oder so. Er hat jetzt schon wieder geschossen. Käse, jetzt ist da die ganze Zeit so ein Kackzaun. Alter. Können wir das jetzt irgendwie mit so einem, weiß ich nicht, wie heißt das, Bunsenbrenner oder so, Loch reinschneiden? Ich wäre auch mit einer Zange, würde ich es machen. Aha, da schau. Da können wir schon rein. Wah, Vorsicht. Jetzt geht er einen Schritt rein und das... Aha, da kommt schwer, ne? Ach, du Heilige. Bist du das, Edda? Au. Da. Weg mit dir. So. Wow, Alter.
Alter! Boah, die sind stark. Mhm. Aha. Gut, dass ich gesperrt habe. Puh. Phew. Na? Scheißendreck. Wow, ich fall da gerade einen Berg runter. Hilfe! Alter Schwede. Jetzt, das habe ich wieder so super gemacht. Alter. Alter, du Saufiech. Jetzt muss ich nachladen, ist logisch. Stirb! Arschkopf von Roboter, echt. Der blutet? Bah, Alter. Edda, wo bist denn du? Da, ich schieße in deinen blöden Arsch. Du Kackbuhn. Alter, Gemüsesuppe, ey. Puh. Wo ist denn der Roboter hin? Da unten liegt er. Ich gehe mal kurz die Sachen holen. Ich glaube, ich esse lieber noch eine Gemüsesuppe. Gepärtes Zeugs. Wo ist denn das Arschloch jetzt? Nachladen. Und vor allem, boah, der war schnell, ne? Edda ist da oben. Puh. Alles gut mit dir? Alter Schwede. Habt ihr das gehört? Gefunden. Was? Hör auf. Na, aha. So, und jetzt, dann nicht die Äther anschießen. Da unten ist wieder der Saukern. Stirbst weg? Jawohl. Der ist erledigt, Mistfink. Puh. Was? Na, jetzt haben wir das sauer verdrückt. Ich wollte auf Quee. Ist er hin? Ich hoffe doch. Ah, da hinten ist rot. Jawohl, hurra! Warte mal, ist der jetzt nicht kaputt? Puh, ich glaube, wir haben es geschafft. Halt, das war falsch. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, dann laufen wir mal ein Stück. Halleluja, ich speichere das auch gleich mal. Das ist wichtig. Speichern. Hier. Da. Und so. Boah, ey. Puh. Langsam. Ja, dass irgendwo noch Minen herumliegen und da macht's Boom und dann bin ich weg. Was haben wir da? Schlamm. Schlammbohne. Jo, her damit. Da auch noch? Ja, ja. Das brauchen wir gleich zum Kochen. Aha. Und wo ist jetzt der eine abgenippelt? War sonst keiner mehr da, ne? Und du. Hallo? Her mit deinem Zeugs. Da haben wir's. Radarbeilsender. Schrottpatronen, Kopf und irgend so ein Dings noch. Na, Fisch. Aha. Siedler. Na, großartig. Siedler sind gestorben. Ja, ein Telefon. Kaputte Lampe. Großartig, ne? Das schaut komisch aus. Was soll's? Teelöffel. Schimmeliges Essen. Das bewahrt man hier auf. Super. Das ist fürs Ambiente. Das ist, ja. Schön. Da kann man auch schön im Freien aufs Klo gehen. Das ist super. Das sind... Okay, das sind viele Häuser. Sollen wir die jetzt alle durchschauen? Ich denke mal, oder? Sichern. Okidoki. Vielleicht treffen wir noch auf den einen oder anderen Roboter. Schmutziges Wasser. Supi. Ja, mit dem Zeugs. Da haben wir auch einen Haufen Grafen. Ich sammle das alles mal so ein, ne?
So, da ist auch noch was dazwischen. Putzmittel. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Wow. Puh. Minuteman-Outfit. Fusionszellen. Supi. Nehmen. Das ist schön. Ventilator, Glas. Da geht nichts mehr, oder? Nee, oder? Ordner. Ja. Da haben wir auch noch was. Der PC ist auch im Arsch. So, da haben wir auch noch was. Da und Globus. Ein Hammer. Und das ist ein Hammer, ne? Was? Was? Wo? Ein Siedler. Das sieht... Das da. Dann haben sie im Boden einbetoniert. Oder eingeschaufelt. Gegraben, soll ich sagen. Eingeschaufelt, jawohl. Das ist das neue Eingraben. Schau, ein Stift. So, was gibt es da auch noch heutzutage? Was haben wir noch? Silbergabel. Was ist hier noch? Da ist nichts. Ist da noch was drin? Ein Teddybär. Oh. Ordner Schnapsgläser. Das ist das Wichtigste beim Arbeitsplatz. Schnapsgläser. Jawohl. Dann sind wir hier auch schon fertig. Okay, da kann ich nicht raus. Ich hab's gedacht, mal ich probier's, ne, und so. Ne. Da haben wir Blümchen. Hübsche Blümchen. Was ist da drüben? Da ist auch jemand gestorben. Der geht aber nicht zum Ausrauben oder Plündern. Reagenzgläser. Ganz, ganz viele. Mit dem Ständer dazu. Boah, das hört sich jetzt falsch an. Entschuldigung. Was haben wir da? Knochensäge. Super. Red. Med X, so. Genau. Da-da-dam. Was haben wir da? Knochen, linke Hand. Schienbein. Noch irgendwas? Da drüben ist ein Becher, glaube ich. Ah, ich bin schon wieder voll. Hey, ich helfe gerne weiter, wenn ich... Ja, das darfst du auch. Ich lasse dich dafür nicht einmal mehr ausreden. Kleidung, Hilfsmittel. Hilfsmittel waren es, ne? Nein, nichts Hilfsmittel. Nanu, Schrott. Da. Und geht schon. Drücken. Passt. Puh. Aha, dann nehmen wir die Mods vielleicht auch noch mit. Munition lasse ich mal. Boah, 38er Patronen haben wir echt schon viel. Da kann ich schon wieder einiges verballern. Ah, aber Kleidung vielleicht. Ein Filzhut, sowas. Ein Ledermantel, oh. Leichte Kleidung, lässiges Outfit. So, das Zeug und das. Ah, das ist für... das ist für mich. Das lasse ich mal. Das braucht man nicht. Da lasse ich eins. Das braucht man nicht. Sauberes blaues Kleid, super. Schutzbrillen, Schutzhelm. Sonnenbrillen. Lederkombi könnte ich eigentlich auch hergeben. Was ich habe. Eine bessere? Also das da. Aha. Man kann. Das kann mir ja auch derweil geben. Das lasse ich mal bei mir. Das kann sie auch haben. Gut. Dann tue ich mal auf so. Warte, bevor du weiterredest. Ich möchte mich gern umziehen. Die Lederkombi. Lol. Ach so, da hatte ich das Flanellhemd an, ne? Was mir besser gefiel. So war das, genau. Brustteil ist gut. Linker Arm ist gut. Dann rechter Arm ist auch gut. Ach so, falsch. Das kann ich gerade vergessen. Weil mir die Taschen fehlen. Haha. Ich habe eigentlich eh damit, ne? Von dem her, die Gute kann noch was tragen. Warum soll ich denn nicht auf Schutz gehen? Für mich selber. Warum eigentlich nicht? Lederkombi, wenn es ja passt, kann ich das Zeug ja auch aufwerten. Da kann man sicher wieder Taschen dran machen. Okay, so viel haben wir jetzt nicht verloren am Platz zum Tragen. Ist noch akzeptabel. Gell? Gute Leistung, ja, supi. Ja. Dann haben wir hier Knochensäge, noch ein Tablett, Oberschenkel, Knochensägen, Mentatas, Flasche. Boah,
Wenn sie losfährt, staubt der ganze Raum. Da haben wir auch nochmal einen Knochen. Sonst ist hier scheinbar nichts mehr. Es ist dann schon bald die Frage, in welchem Haus waren wir denn noch nicht? War das gerade Edda? Oder hat er gerade was geknurrt? Ich hoffe nicht, dass da gerade was geknurrt hat. Tatsächlich, es hat was geknurrt. Alter, du schießt wie ich. Geht ja, warte, ist noch einer. Geht ja, weg mit dir. Ich hab doch gewusst, dass da was knurrt. Stachel? Wozu ein Stachel? Oh Gott, das kann man wieder so richtig falsch verstehen, ne? Yay. Hey, da war mal ein Swimmingpool. Sauber. Da könnte man doch wieder glatt so eine Siedlungsding draus machen. Wahrscheinlich wird sie so kommen dann. Schöne Häuschen. Also die Häuschen hier, die sind echt noch gut in Schuss. Das war... Ja, da ist der Kopf ab, ne? Ich werde mal wieder nachladen tun. Was haben wir hier? Nix. Da drüben? Nix. Rein? Geht nix. Nix, nix, nix. Was haben wir hier dann? Oh, da ist ein Bild was. Jupp. Haben wir da drüben noch was? Ich sollte auch mal speichern vielleicht. So. Hoppala, Entschuldigung. So, jetzt. Da ist eine alte Schaukel. Da kommen wir eh nicht rein wieder. Und hier steht nur mein halbes Haus. Aber da ist auch irgendwie nicht wirklich was wir brauchen können, tun. Aha, da haben wir so ein Dinner-Dingens. Tankstelle, so meine ich. Fort Hagen, Füllstation. Aha. Was haben wir da? Waffenbank. Was haben wir da? Klemmbrett und so ein Zeugs. Vorkriegsgeld. Da Besen. Werkzeugkasten mit Graffel drinnen. Ein paar Dosen. Dann hier unten Benzinkanister. Was haben wir da? Ein Hammer. Ah, hoppala. Das wollte ich so gerade nicht. Aber, wenn wir schon mal da sind... Ohne Extras. Gibt es da mit Taschen? Leder, Kleber? Oh, da fehlt mir etwas. Ah, warte mal. Ja. Edda? Hast du vielleicht was für mich? Ja, hey. Warte. Handel? Sicher. Werfen Sie einen Blick darauf. Ich nehme dir mal kurzzeitig alles weg. Ja. Ich möchte gerne meine Rüstung aufbessern, wenn es möglich ist. Also das. Was? Wir haben das... Ach komm. Das hätte so gezählt. Ich dachte, das muss ich tragen. Wie gemein. Dann nehmen wir halt das. Anfertigen. Dann da. Standard. Aha, da geht nichts. Ohne Extras. Auch nichts. Wie schaut's da aus? Ah, wir haben für überhaupt Kleber, weil der Klaus Kleber fehlt, ne? Ach, Mist. Verwerten. Kann man die Taschen eigentlich? Was probieren, nämlich
So. Mit den Taschen. Du nehme ich. Extras. Geht sie immer nicht aus. Ach, dieser Kackkleber. Dafür was anderes vielleicht. Brustteil habe ich jetzt. Der Arm vielleicht. Schläger. Genau. Standard. Nee, vergiss es. Ohne Kleber geht gar nichts. Verlassen. Okay, das war jetzt wieder ein Schuss in den Ofen. Ich wollte es nur mal probieren. Du kriegst wieder das ganze Zeugs zurück. Ja. Schrott. Du musst wieder durchklicken. So, kriegst du wieder das ganze Zeug. Passt. Auch diese Sachen hier natürlich. Und gut ist. Falsch. So. Da muss ich noch schnell schauen, wegen Ankleiden. Kleidung. Das. So. Ich hoffe, dass das passt. So. Jetzt haben wir schon gar nicht so einen schlechten Schutz, oder? 64 Schutz, 32 Elektroschutz, ne? Energieschutz, sowas glaube ich irgendwie, ne? Und 100 radioaktiv Schutz, denke ich mal, so irgendwie. Ja. Da wäre es gut, wenn du noch ein bisschen was tragen könntest. Ja. Und zwar von die Waste-Zoten, dass du da noch ein bisschen, ja, so, genau. Das Zeug hier mit dir führen könntest. So. Ja. Ja. Unbedingt. Das auch. Das auch. Und ansonsten können wir es mal lassen, oder? So. Immer falsch. Jetzt aber. So, dann gehen wir weiter duschen. Hallo. Da haben wir auch ein bisschen was. Da ist auch noch ein bisschen was. Ansonsten ist der eh schon gut. Da gehen wir ein Stück, danke. Das werden wir auch gleich speichern wieder mal. Weil wenn mich wieder was überrascht oder wenn ich in eine Mine reinlaufe, wäre es doch schade, wenn wir das Ganze nochmal machen dürften, sollten, müssten, wie auch immer. Oh, da gehen wir da rein. Hoppala. Ja. Das ist aber sehr nett von dir. Dann hoffen wir mal, dass ich nicht ungeschickt bin und du dann deinen Datendrang quasi nicht ausführen kannst. So, ruck. Oh, ups. Ah, der ist auch blöd gestorben, ne? So, Billardkugeln. Dann können wir irgendwann daheim, wenn es mal passt, wenn wir so einen Tisch noch irgendwie bauen können, können wir super klasse Billard spielen. Da liegt auch noch eine. Nein, ich weiß schon, dass man daraus Bomben, glaube ich, bastelt, ne, oder so. Okay, das haut so nicht hin. Ich dachte nämlich, wir können... Oh doch, wir können so rauf. Super. Supi, da liegt auch jemand. Mit einem Teddybären. Was ist das? Ja. Gut. Schau, eine alte Kamera. Schon, ne? Würde ich auch sagen. Und wir haben Klebeband gefunden. Das heißt, ich kann wieder was aufbauen, motten für die Rüstung und so. Ist die Matratze frei? Also kann man pennen? Darf ich schlafen? Drauf? Nicht? Arschlöcher. Das ist eine freie Matratze. Arschkopf. Geizhals. Was wäre jetzt dabei gewesen, wenn ich mich da ein bisschen hingelegt hätte? So, dann schauen wir da drüben noch rein. Fort Hagen. Mhm. Okay. Ja. Boah, ist das groß hier. Oh. Achso, das bist du. Ich denke immer, ich werde da angegriffen, ne?
Groß und noch größer. Wo muss ich denn eigentlich hin? Aha. Ach so, zu ihr. Überhaupt mit ihr reden. Alles klar. Hallo. Aufgepasst. Rede. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckernis zu orten. Mhm. Signal verfolgen, Freizeichen, Zeitverschwendung. Keine Sorge. Den Ärger wert. Signal verfolgen. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Meckernist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Meckernist zu orten. Okay. Na dann, keine Sorge. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Mhm. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Okay, Position des Robohirns, sarkastisch, gute Arbeit. Wieso nicht? Hey, gute Arbeit. Gut gemacht, Ada. Danke. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Rust Devils? Wer ist denn das? Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Mhm. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Naja, warum eigentlich nicht? Das ist dann das da? Da war irgendwas mit Fort Hagen, ne? Ich sehe gerade, du hast da oben gar keine Schulterpanzerung. Das ist aber nicht schön. Das wäre schon klasse, wenn du da sowas hättest. Müsste man mal kurz zurück. Beziehungsweise, ich würde gern meine Rüstungen noch ein bisschen aufpeppen. Richtig, dazu muss ich erstmal wissen, wo das jetzt ist. Ich glaube, das war jetzt hier. Ja, ja. Aha, da können wir gar nicht mal dicht machen. Super, da habe ich ja mich super umgeschaut. Bravo, gratuliere. So. Klebeband, wunderbar. Noch ein Klebeband. Ich bin ja so toll. Das, was ich brauche, liegt vor meiner Nase und ich hebe es nicht auf. Ja. Ah, Bauerrüstung. Dingensstation. Was haben wir da unten noch drin? Da ist ja noch was. Ein Hammer, kriege ich den? Schlosserhammer, jawohl. Und ein Pümpel. Jetzt ist hier aber nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Wo sind jetzt die Werkbänke? Scheiße. Welches Haus war denn das? Da drüben? Nein, eigentlich nicht. Aha, da kommen wir dann rein. Alles klar. Scheiße, wo waren jetzt die Werkbänke? Ah, das ist nichts gut. Ich habe mich jetzt erfolgreich... Warte mal, was ist das? Waffenwerkbank. Nee, nee, das war schon hier. Irgendwo. Selbstverständlich. Da ist sie ja. Oh. Die ist so nett. Ich mag sie. Standard. Legiert. Gibt es irgendwas, wo man nur einen Kleber brauchen würde? Eigentlich das da. Wenn ich jetzt mehr auf... Aha, Gummi haben wir dafür nur zwei. Dann ist eh wurscht. Nehmen wir einmal das. Dann bei dem hier. Geht es sich nochmal aus. Supi. Passt. Und
abgedunkelt. Dingens, Dingens. Da noch. Haben wir das überhaupt an? Zumindest dann bald. Abgedunkelt. Okay. Anfertigen. Passt. Und die Extras gehen halt leider nicht, ne? Mit Taschen und so. Da fehlt uns halt immer noch Material. Fisch. Ja, Station verlassen. Ich werde das auch gleich ankleiden. Wo ist denn das? Der linke Haxen, da ist er. Jawohl. Wie gesagt, wir haben halt jetzt überhaupt keine Taschenplätze. Aber unsere Edda ist ja mit. Und ich hoffe, das geht trotzdem. Ich werde sie gleich entleeren. Aufgepasst. Warte mal. Handeln. Alles nehmen. Okay, das machen wir noch, weil der Part ist eh schon zu Ende. Und das transferieren wir hier alles rein, den gesamten Schrott lagern. Waffenmäßig tun wir das auch mal rein, ist eh wurscht. Ich möchte dann eh bald mal den Skillpunkt haben, dass wir diese Sachen hier verknüpfen können. Minen. Das lasse ich vielleicht. Doch, vielleicht können wir das nehmen. 101 Schaden. Aha, das da. Okay, das hier. Das kommt weg. Das ist gut. Okay. Puh. Warte mal hier. Werkbank. Waffen bitte. War da das da, ne? Das war mehr, mit mehr Damage. Nehmen wir das lieber mit. Und sie kriegt das dafür. Und dann, ja, muss ich noch schnell schauen. Waffendingens, die war hier draußen. Warte, machen wir so. Ob man hier... mächtig Präzisionsgewehr. Der da, ob wir da was besser machen können. Ne, wie schaut's da aus? Nein. Hier? Nein. Da? Nein. Und hier? Nein. Und da? Na, scheiße. Ja, dann lassen wir es einfach so. Geht hier irgendwas zum Besser machen? Nein. Da? Nein. Hier? Vergiss es. Da? Auf keinen Fall. Und hier? Hupfingatsch. Okay. Und die hier? Nein. 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 Vergiss es. Auf keinen Fall. Mist. Und das hier? Wahrscheinlich dann auch nicht wirklich. Ist ja wurscht. Tun wir verlassen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wird schon irgendwie klappen, hoffe ich mal. Na fein, na gut. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!